Herzlich willkommen in der Klemmbausteinhöhle. Letztes Mal haben wir angefangen, den Venator Sternenzerstörer von Leppin mit der Nummer 05077 mit insgesamt 6125 Teilen zu bauen. Wir haben Bauabschnitt 4 komplett beendet. Allerdings haben wir Bauabschnitt 2 und einen Teil vom dritten Bauabschnitt gänzlich weggelassen, da dort die Seitenverkleidungen kommen und da das Schiff noch sehr niedrig ist und keinen Displaystand hat, würden die Teile jetzt mal wieder abfallen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen Bauabschnitt 4 und 5 vorher. Dabei habe ich letztes Mal gesagt, dass im Bauabschnitt 4 der Displaystand gebaut wird. Allerdings ist das jetzt im Bauabschnitt 5. An den werden wir uns jetzt begeben. Jetzt packen wir mal unser Tütchen aus und dann sehen wir, was da so drin ist. So, im ersten Baustep vom Bauabschnitt 5 bauen wir diese kleinen Halterungen. Die kommen hier rein, um nachher das Unterteil mit dem Rahmen zu verbinden. Die haben allerdings eine sehr lustige Auffassung, wie man das bauen soll. Man nimmt zwei halbe Liftarme mit Kreuzaufnahme, eine Kreuzachse, steckt die da rein und soll die dann mit dem Liftarm verbinden. Aber bitte, wie soll eine, ja, jetzt fällt es nicht raus, okay, aber trotzdem, wie soll eine Kreuzachse mit einem Liftarm vernünftig halten? Deswegen nehme ich mir die Pin-auf-Achse-Konnektoren, stecke die dann dort rein, den Liftarm drauf und das hält dann auch wirklich. Ja, dann tun wir die, stecken wir die mal da drauf, die Teile. Hier unten hatten wir diese tollen Achsen, wo wir nicht wussten, wofür die da sind. Da kommen die jetzt rein. Dann kommt ein Stopper drauf. Und das gleiche auf der anderen Seite und dann hält das zusammen. Gut. Bauen wir weiter. So, die Displaystands haben wir jetzt fertig gebaut. Auf der anderen Seite habe ich sie schon montiert. Allerdings ist das ein bisschen Fuckelarbeit. Deswegen zeige ich euch, wie das funktioniert. Wir werden einfach hier oben durch die Bodenplatte durchgesteckt. Dann steckt man diese Pinne da rein, die hier. So. So, dann werden die durchgeschoben und dann auch so, jetzt sollte es gehen, er will nicht, so, hinten ist das ein bisschen komplizierter, weil man hier überhaupt keinen Platz mehr hat. Deswegen habe ich auf der anderen Seite diese Seitenwand rausgenommen. Ja, okay. Dann steckt ihr auch wieder die Pinne da rein. So. Und der letzte. Und dann wieder fixieren. So. Dann könnt ihr die wieder oben rausstecken. Die Seitenwand wieder rein. Dann kommen die Plates zur Stabilisierung hier zwischen. Hinten auch. So. Und schon haben wir einen sehr stabilen Displaystand. Das Einzige, was ich noch schauen werde, weil es gibt, wie ich laut Anleitung gesehen habe, hier hinten keine weiteren Fixierungen von der Bodenplatte, da werde ich mir wohl selbst was bauen, damit das auch vernünftig stabil da oben sitzt. Gut, machen wir weiter. Bauabschnitt 5 haben wir jetzt nun fertig. Da kam nicht mehr viel hinzu, wir haben oben einen Rahmen gebaut.
Eine kleine Konstruktion, ich schätze mal, da wird nachher die Brücke drauf gesteckt und diverse Liftarme, die nachher die drei Rahmen miteinander verbinden, damit das wirklich stabil ist. Also man kann es wirklich aufheben, schütteln, es passiert nichts. Dann hat man natürlich hier was gemacht an der Bodenplatte. Und zwar hatte ich am Ende vom Bauabschnitt 6 habe ich ein Bild gefunden, wo man sieht, wie das näher sitzen soll und auch genau die Löcher von dem Display-Stand sieht, die nachher sichtbar sind. Dann habe ich mir die abgezählt, habe dann hier einen gebogenen Liftarm reinmontiert und jetzt ist das Ganze wirklich stabil. Ja, jetzt werden wir uns dran begeben, den Bauabschnitt 2 und den Rest vom dritten Bauabschnitt zu bauen. Das wären die ganzen Seitenverkleidungen und dann sehen wir uns wieder. Ja, Bauabschnitt 2 und 3 haben wir jetzt fertig gemacht. Ich habe direkt beide hintereinander gemacht. Ich war zwischendurch so in Rage dazwischen. Das ist, naja, ich muss sagen, der Bau von dem Schiff war bisher sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht, aber die Seitenteile waren echt, das grenzte an Folter, sagen wir es mal so. Ja, wir haben hier sehr viele Kleinteile, also Cones, C-Clamps, Plate Modified, einmal eins Plates, Round Plates, das ist Wahnsinn. Und die Teile gehen teilweise so schwer rein, dass einem wirklich danach die Finger wehtun. Also nach den beiden Seiten hatte ich erstmal die Nase voll und brauchte eine Pause. Besonders hier der Bereich ist sehr langweilig, weil der sich von vorne bis hinten eigentlich komplett wiederholt. Immer wieder. Genau wie auf der anderen Seite. Ist bei den beiden Bereichen auch nicht anders, außer dass die Hinterplatte ein bisschen was anderes ist. Allerdings, was wirklich schön war, war der Bau von diesem Stück hier. Das ist massiv gebaut. Sehr filigran, zwar auch sehr viele Kleinteile, aber wirklich schön gemacht. Ja, und am Ende kommt dann dieses Teil drauf. Das sind abgerundete Bricks mit Fliesen oben drauf und in der Mitte Brick Modifieds mit beidseitigen Noppen und die kommen einfach hier rein und das sieht wirklich super aus. Eine einfache Baumethode, aber haben sich wirklich was dabei gedacht. Sehr schön gemacht. Ja, ich muss sagen, es sieht toll aus, entschuldigt einiges, aber trotzdem nochmal brauche ich das nicht. Ja, wir werden jetzt als nächstes Bauabschnitt 6 bauen. Das ist der Deckel hier oben, also das Oberteil, wo nachher die Hangars von den Sternenjägern drunter sind. Und ich denke mal, das wird ziemlich identisch gebaut wie der Unterteil. Falls irgendwas anderes sein sollte, werde ich mich zwischendurch wieder melden. Ja, meine bessere Hälfte hat mir gerade gesagt, dass ich zwar über dieses Teil, was ich hier eingefügt habe, gesprochen habe, aber ich euch nicht gezeigt habe, wie das eingebaut wird. Deswegen werden wir das nachholen. Ich habe das Schiff auf der Seite komplett zerlegt, damit man das schön sehen kann. Man braucht einen Lifter, einen Axpin, eine Zweierachse, und ein Dreierpin mit Achsaufnahme. So, dann müsst ihr diesen Liftarm entfernen. Das ist sehr perfekt. Die beiden Pinne, die schwarzen, müssen drin bleiben. Der untere kommt raus. Der schwarze. So, dann steckt ihr den Liftarm wieder ganz normal rein. Dann nehmt ihr den Achspin in den Liftarm rein. Ganz wichtig, es muss ein gebogener sein. Mit einem geraden funktioniert das nicht, weil der hier auf der Ecke anstößt. Er muss gebogen sein. Dann schiebt ihr die Achse rein und den Dreierpin mit der Achsaufnahme. So, dann geht ihr da, wo ihr eben den Pin rausgenommen habt, schiebt ihr den Pin mit der Achsaufnahme rein und unten in dieses freie Loch, was hier unten ist, das einzige, kommt dann der Achspin rein.
So, jetzt probieren wir es mal gerade. Ist bei Kopf ein bisschen schwer, aber es funktioniert. Und dann hält das Ganze. Eigentlich ganz einfach, wenn man weiß wie. Gut, habe ich euch gezeigt. Meine Frau kann mir keine Vorwürfe mehr machen. Ich werde das Schiff wieder zusammenbauen. Und dann werden wir den Deckel montieren. Den habe ich natürlich schon fertig gemacht. Bauabschnitt 6 haben wir jetzt auch endlich fertiggestellt. Wie gesagt, ist komplett eigentlich gleich gebaut wie der untere Teil. Ist auch wieder, wird hochkant gebaut, wird dann aufgesteckt auf die Seiten, damit es eine schöne glatte Oberfläche gibt. Ansonsten gibt es hier nur hinten einen Technik-Brick-Rahmen. Der wird nachher auf diese schwarzen Liftarme hier gesetzt. Und dann kommt so eine Achse durch mit zwei Stoppern. Allerdings, was wirklich schön aussieht, muss ich sagen, ist die Nase von dem Schiff. Haben sie toll gemacht, gefällt mir richtig gut. Ja, und jetzt setzen wir das Ding mal drauf. Ist eigentlich hier nicht schwer, ist genau wie unten. Man hat wieder Führungsschienen, einfach ein bisschen schieben, dann passt das schon. Hier vorne sind zwei Noppen, da kann er einklicken, dann hält er schon. Und hinten schieben wir dann nur noch die Achse rein, durch den Liftarm. Am besten vor die Magneten hochklappen, dann sind die auch nicht im Weg. So, Achse drauf, Stopper drauf und das Ganze ist fest. So, das war alles, das war die ganze Hexerei. Jetzt werden wir die Antriebssektionen bauen im Bauabschnitt 7, wenigstens mal einen Teil davon. Und ich denke, da werde ich auf jeden Fall was filmen, weil das sieht doch sehr interessant aus, gerade wie die Triebwerke gebaut werden. Also, ich packe mal aus und dann sehen wir uns wieder. Ja, Bauabschnitt 7 haben wir jetzt auch fast beendet. Wir haben jetzt hier hinten diese Unterkonstruktion gebaut. Das soll jetzt Rahmennähe für die ganzen Triebwerke da sein. Die wurde dann hier unten mit einem Technik-Brick verbunden und hier mit Liftarmen befestigt. Ja, aber was eigentlich interessanter ist, ist die Konstruktion dieser Triebwerke. Und wir machen jetzt einen kurzen Cut, dann stelle ich das Schiff auf Seite und dann zeige ich euch, wie man die Triebwerke zusammenbaut. Hier haben wir dann die erste Seite von dem Triebwerk. Die andere Seite werden wir dann zusammenbauen. Sehr schöne Bautechniken hier drin, auch wenn es ein bisschen Fuckelarbeit ist, das zusammenzubauen. Hier haben sie leider das falsche Teil geliefert. Das sollte eigentlich in Dark Blush Grey und nicht in Lightbrush Grey sein, aber dass bei dem kompletten Teil die falschen Teile sind, ist das nicht so schlimm, fällt auch nicht wirklich auf und gibt einen schönen Kontrast. Ja, dann haben wir hier vorne eine Translite Blue Dish drin, die ist absolut ohne Kratzer, kein Nebel drauf, nicht milchig, gar nichts, also sie ist in einer Top-Qualität. Ja, jetzt werden wir das Gegenstück davon bauen, also die andere Seite vom Schiff. Und diese Teile hier sollten eigentlich laut Anleitung identisch gebaut werden auf beiden Seiten. Ich habe das allerdings auf der anderen Seite gespiegelt gebaut, gefällt mir einfach besser. Ja, dann bauen wir das Ganze mal zusammen. Als erstes haben wir hier was ganz Tolles. Wir haben Round Bricks mit Pin auf Noppe. Und da sind Jumper Plates drauf, dass wir die um 45 Grad versetzt kriegen. Ne, Quatsch, 45 Grad versetzt kriegen. Und hier ist eine Turntable drin, damit wir dann noch separat drehen können. Dann haben wir hier ganz schön 4 schwarze Felgen auf eine Achse gesteckt. Die kommen einfach hier oben drauf. So. Dann soll man nochmal diese Teile schon da drauf bauen. Ich rate euch davon ab, die fallen immer wieder runter. Wir bauen das ein bisschen anders. Hier haben wir nochmal das gleiche Teil wie hier. Um einen Round Brick länger mit einer Turntable drauf. Ansonsten ist es identisch. So. Und jetzt nehmen wir uns diese Teile hier. Falsch. Wir nehmen erst die Dish. Also es soll der Antrieb sein, der kommt hier oben rein. So, jetzt muss ich selbst einmal kurz schauen, dass ich ihn richtig ausrichte. So, ihr müsst nämlich hier die 3 Noppen in einer Reihe haben. Ja. Und
steckt dann das lange Teil auf die zwei Noppen, die über sind. Und zwar so, dass die Dish und der Slope ziemlich bündig sind. So, dann dreht ihr ihn um. Und jetzt muss ich mal schauen. Nicht, dass ich was falsch montiere, das wäre blöd. So wird es gemacht. Jetzt steckt ihr den auch noch hier drauf. Das ist ein bisschen Fuckelarbeit, aber so wie die das gerne in der Anleitung hätten, ist das noch schlimmer zu bauen. So. Na. So. So, jetzt haltet ihr den fest. Macht am besten als allererstes die Gegenseite drauf, dann habt ihr schon mal eine gewisse Stabilität. So. Ah, nicht ganz. Ist rausgerutscht. Da ist ein bisschen Fuckelarbeit, aber wenn man ein bisschen Geduld hat, geht das sehr gut. So, und dann einfach weiter die hier draufsetzen. Jetzt geht es nochmal sehr leicht. Oder auch nicht. Doch, geht. So, haben wir schon. Und den letzten stecken wir noch drauf. Jetzt kommen die kurzen Elemente hier rein. Hier haben wir zwei Drittel Slopes. Die setzt ihr dann in die gleiche Richtung, auf die gleiche Höhe. Da ist einer nachgerutscht, das ist nicht gut. So. Ihr müsst die drei in einer Reihe haben. Ihr setzt ihn halt ziemlich weit nach vorn, dass die Slopes genau nebeneinander sind. Das ist ganz wichtig. Ah, der erste ist der schwerste. Danach geht's eh. So, der ist drin. Den drauf. Den drauf. Will nicht. Doch, geht. Und dann erst diese Elemente. Sonst habt ihr nämlich das Problem, wenn die das so, wenn ihr das so baut, wie die das haben wollen, habt ihr hier vorne die Stange im Weg und könnt die Platte nicht darunter schieben, weil es alles wieder auseinanderfällt. Jetzt steckt ihr die alle drauf. Im Prinzip ganz bis Anschlag ranschieben, runterdrücken und fertig. Ne? So. Da kann nichts mehr schief gehen. Und die ganz am Ende. Ansonsten habt ihr die Gefahr, dass, weil die nur auf einer einzigen Noppe halten, drehen die sich die ganze Zeit weg. Deswegen drückt ihr die ja am Ende drauf, auch wieder in den einen blauen, in die eine blaue Noppe, die noch da ist. Und schon haben wir unser Triebwerk fertig. Wunderbar. So, die Triebwerke werde ich allerdings nicht auf dem Schiff montieren, da wir nachher noch die hintere Konstruktion bauen müssen. Und die wollen jetzt, dass wir im Prinzip alle Triebwerke montieren und dazwischen dann die hintere Konstruktion noch montieren. Wird ein bisschen eng, wird wahrscheinlich auch alles abbrechen. Deswegen lassen wir die Triebwerke erstmal auf Seite. Machen dann mit Bauabschnitt 8 allerdings weiter, da kommen die anderen Triebwerke dazu. Und noch ein bisschen Rahmenaufbau oberhalb des Schiffes. Den machen wir auch. Die Triebwerke lassen wir aber wieder weg. Und bauen dann den hinteren Teil, also im Prinzip den Hintern von dem Schiff, bauen wir dann und dann kommen erst die Triebwerke drauf. Ja, jetzt wäre nochmal Bauabschnitt 8 dran. Heute machen wir aber leider nichts mehr. Es ist schon recht spät. Ich möchte Feierabend machen, ein bisschen Zeit mit meiner Frau genießen. Deshalb wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!